Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu To the Moon. Und wir sind dabei, aufzudecken, welche Erinnerung Klein Johnny versucht vor uns zu verbergen. So ein kleines Ding und es macht uns so viel Ärger. Ich könnte es zum Mond schießen. Schätze, wir können jetzt nur das Signal senden und hoffen. Gut, bereit? Entlassen Sie bitte jetzt den Gestank, Doktor. Irgendetwas passiert. Schnell, sende es nochmal. Was ist los? Doktor, da stimmt was nicht. Was? Übernehmen Sie für mich, Lilly. Sein Zustand hat sich destabilisiert. Ich muss die Medikation anpassen. Was passiert mit diesem Ort? Er ist instabil geworden. Raus hier! Was? Raus aus seinem Gedächtnis! Sofort! Wieso? Solange das System so instabil ist, kann jeder, der sich hier befindet, bleibenden Schaden nehmen. Du machst Witze. Warum lockst du dich dann nicht aus? Ich kann nicht, Neil. Wenn wir uns beide ausloggen, ist unsere bisherige Arbeit verloren. Und wir haben nicht mehr genug Zeit, alles nochmal zu machen, bevor Johnny... Ach, du Blöde. Erzähl mir doch keinen. Wir sind hier nicht im Kinofilm und du bist nicht die Heldin. Du bist einfach nur bescheuert. Aber du bist ein Held, oder wie? Mach, dass du hier rauskommst. Vergiss es. Wenn du weg bist, stecken sie mich wahrscheinlich in ein Team mit Alistair. Wer ist Alistair? Weißt du, wie der Mann stinkt? Schlimmer als das überfahrene Vieh. Verdammt, Neil. Das habe ich nun davon, dass ich dir geholfen habe, dich durch den Eignungstest zu mogeln. Aha. Oh, Gott sei Dank, es ist wieder grün. Doktor? Alles im Griff. Vorerst. Oh, jetzt ist es so. Oh, okay, doch nicht rot. Es wird farbig. Gut, 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 gut. Und die streiten sich. Und weißt du was? Dein Karottenkuchen ist ekelhaft. Warte mal. Ja, und bei der letzten Weihnachtsfeier, da hattest du... Hä? Oh. Komm, lass uns gehen, bevor das nochmal passiert. Weißt du, ich hab das nicht wirklich so gemeint. Also, dass du bescheuert bist. Ich allerdings schon. Tja. Okay, irgendwie sollen wir jetzt also darüber kommen. Können wir einfach weiterlaufen? An welche Stelle muss ich, um darüber zu kommen? Hallo? Hallo? Wo lang komme ich darüber? Ich will darüber, Mann. Ich dachte ja eigentlich hier. Aber offensichtlich nicht. Ich kann auch nicht mit Neil reden. Der läuft immer gleich durch mich durch. Ja, sag mal. Kommt hier unten vielleicht irgendwas, dass ich darüber komme? Auch nicht. Nö. Nö, warum auch? Wo komme ich denn jetzt darüber? Ich meine, habe ich noch irgendwas, was ich machen kann? Also an Gegenständen im Inventar zum Beispiel? Der Kontrollmonitor ist immer noch rot. Box mit Verwesungsgeruch, Zimmerschlüssel, Plüschschnabeltier. Aber ich kann davon auch nichts benutzen. Na gut, das sind ja alles nur... Altab.
Alles nur Dings, Informationen. Ich kann ja nichts machen. Hallo? 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 Ich würde gerne zum Haus rüber. Wenn das geht. Ich gehe nochmal zum Ball. Wie komme ich denn jetzt zu dem Haus rüber, hä? Muss ich den Ball rüberkicken? Ich stelle mich mal dahinter. Augen zu und durch. Ah, okay. Ich dachte, ich muss rüberlaufen. Aber gut. Ich muss den Ball drücken. Ah. Okay. Oh, jetzt ist er ganz klein. Es hat funktioniert. Ich kann es kaum glauben. Wir sind also tatsächlich durch. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es mir hier gefallen wird. Wieso? Sieht doch alles ganz friedlich aus. Neil, vorhin in Johnnys Zimmer, ist dir da etwas Seltsames aufgefallen? Er hatte ein Doppelstockbett. Hm? Was genau? Das Doppelstockbett! Da war etwas Seltsames. Hast du es nicht gesehen? Garantiert das Doppelstockbett! Ich glaube nicht. Schon gut. Ich hoffe nur, dass ich Unrecht habe. Er hatte ein Geschwisterchen, einen Bruder. Naja, wahrscheinlich einen Bruder, ja, weil er Joey genannt wird. Und deswegen auch das Doppelstockbett. Mama sieht gruselig aus. Mama hat schwarze Augen. Wow, das klingt fabelhaft. Ich weiß, okay? Irgendwann musst du sie mal dorthin mitnehmen. Ah, okay. Das war seine Mama und wahrscheinlich eine Freundin, die sich unterhalten haben. Gut. Gut, gut. Ich weiß, er steht da unten, deswegen gehe ich erstmal hier nach oben, wo ich nicht weit komme. Okay. Mir gefällt die Musik nicht. Da drüben läuft noch ein Kind, das so aussieht wie er. Hatte er einen Zwillingsbruder? Ist es das vielleicht? Himmel, die Zeitüberlappung gerät außer Kontrolle. Ha, sieht so aus, als würde sich der Ball von allein bewegen und er nur hinterherrennen. Sieh dir mal an, wie viele Exemplare von ihm hier sind. Es ist ein regelrechter Zoo. Hm. Oh, das Eichhörnchen. Das alles verdanken wir dem Opfer unseres kleinen Freundes hier. Ich hoffe es. Na, wo ist denn... Hieß es nicht, hier sind so viele? Oh, was kommt jetzt? Oh Gott, sieh mal auf die Uhr. Ich mache mich besser auf den Weg. Das Geschäft macht heute früher zu. Oh, pass auf dich auf, Martha. Grüß die Jungs von mir. Mach ich. Wir sehen uns. Mhm. Tja, das ist wohl eine Sackgasse. Und, worauf wolltest du hinaus? Vergiss es einfach. Vielleicht hatte ich auch mal Unrecht. Schau nur, dieser Ort. Er ist so friedlich. In dieser Erinnerung existiert nichts, was so etwas auslösen könnte, außer... Verdammt, ich Idiot! Wir müssen umkehren, sofort! Ja? Moment mal, was denn jetzt schon wieder? Halt einfach die Klappe und komm! Später halb auf der Straße. Ei, ei, ei. Oh, oh.
nicht gut. Gar nicht gut. Die Erinnerung roch nach Verwesung. Ich kann verstehen, dass man sich an sowas vielleicht auch nicht erinnern will. Ich verstehe das nicht. Er war bewusstlos. Wie können wir das hier sehen, wenn er es selbst niemals gesehen hat? Jedenfalls ist es ein Wunder, dass er überlebt hat. Hat er nicht. Eigentlich hat er das ja auch nicht. Was? Bruder. Hast du dir sein Zimmer nicht angesehen, Neil? Es ist sein Bruder. Johnny hatte ein Etagenbett. Joey! Joey, kannst du mich hören? Joey? Warum hast du Joey überfahren, Mom? Warum hast du ihn überfahren? Joey, wach auf, Joey! Wach auf! Joey? Auch wenn sie noch so klein waren. Einen Zwillingsbruder zu verlieren. Ganz davon abgesehen, wie sich die Mutter fühlen musste. Wenigstens hatte Johnny die Beta-Blocker, um die Erinnerungen auszulöschen. Nicht, dass da noch viel wäre. Sie sind nur entkoppelt, nicht gelöscht. Irgendwo hier drin hat ein Nachhall dieser Erinnerung wahrscheinlich weiter existiert. Was ist mit der Mutter? Ich glaube nicht, dass sie Beta-Blocker genommen hat. Sieht aus, als wäre sie ein wenig durchgedreht. Zumindest glaube ich nicht mehr, dass Joey nur ihr Spitzname für Johnny war. Aber wenn sie Johnny als Ersatz für Joey nimmt, was ist dann mit Johnny selbst? Ich mag das hier nicht. Lass uns gehen. Gehen wohin? Notiz Joey erhalten. Sieht aus, als wäre das nicht die einzige ausgekoppelte Erinnerung gewesen. Seltsam. Es baut keine Barriere mehr auf. Mal nicht den Teufel an die Wand. Oh, ich... Okay. Ich wollte die Notiz lesen. Und da ist das Etagenbett. Mann, das musst du unbedingt auch mal lesen. Es war sein Wunsch, zum Mond zu fliegen. War es der Wunsch seines Bruders, zum Mond zu fliegen, und deswegen weiß Johnny gar nicht, warum er eigentlich zum Mond will? Weil er von seiner Mama einfach zu Joey gemacht wurde? Ich meine, echt jetzt, diese Serie ist einfach nur genial. Ich habe schon 3 Bücher einfach so weggelesen. Oh, und hat Joey die Animorphs gern gelesen und nicht Johnny? Oh, vielleicht wollte auch wirklich Johnny eigentlich zum Mond und hat's halt mehr oder weniger vergessen wegen der Sache mit seinem Ruder. Das kann natürlich auch sein. Was liest du denn? Animorphs. Er hat die Bücher gern gelesen. Es geht um eine Gruppe von Kindern, die sich in Tiere verwandeln und gegen Schnecken kämpfen, die deine Gedanken kontrollieren. Ach, dieses seltsame Alien-Zeug ist nichts für mich. Wieso nicht? Es ist der Hammer! Statt zur langweiligen Schule zu gehen, können sie zu Tigern werden, die große, böse Aliens in Stücke reißen. Dabei machen sie immer so... Und dann kriegen sie Laser!
Und dann alle so, ping, 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 ping. Ping, 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 ping. Lass das. Du wirst schon sehen, Johnny. Eines Tages werde ich ein berühmter Autor. Dann schreibe ich die coolste Geschichte überhaupt und alle Kinder kriegen mein Buch umsonst. Ich werde uns reich machen. Dann kaufe ich dir und Mom richtig dicke Villen. Wie willst du uns reich machen, wenn die Bücher umsonst sind? Umsonst für die Kinder. Die Eltern müssen bezahlen. Ist doch klar. Klar, ich bin ganz sicher, dass die Eltern dir das Geld hinterher schmeißen. Hä? Was ist? Bist du immer noch sauer wegen neulich? Jetzt komm schon. Ich habe als erster gesagt, dass ich den Zug haben will. Es war alles ganz fair. Was ist eigentlich mit deinem Preis passiert? Habe ich verschenkt. An einen Penner? Pass auf, es geht nicht nur um neulich. Du weißt, dass du immer Moms Liebling warst. Au. Es tut weh. Hey, das ist doch gar nicht wahr. Erinnerst du dich an letzte Weihnachten? Und letzte Ostern? Und als wir angeln waren? Und... Okay, okay, weißt du was? Du kannst meinen Zug haben, wenn du willst. Echt jetzt? Yep. Ich meine, nach deiner Logik wird sie mir ja einfach einen neuen kaufen, richtig? Hör mal, Johnny. Welchen Unterschied macht es schon, wem von uns was gehört? Alles, was meins ist, ist auch deins. Ich meine... Wir können doch beide damit spielen, stimmt's? Stimmt. Siehst du? Ich meine, du bist mein Zwillingsbruder, Mann. Du bist wie ein Teil von mir. Ey, komm, lass uns die Nachbarn foppen. Warte mal. Im Regen? Ja, klar, im Regen. Komm schon. Notiz Animorphs erhalten. Wow. So, wir gucken erstmal die Notizen. Animorphs. Johnnys Lieblingsserie als Kind. Haben wir nochmal eine neue? Joey. Johnnys verstorbener Zwillingsbruder. Dr. Neo wird sein echt cooler Typ. Und hier nochmal Animorphs. Joeys Lieblingsserie. Nicht Johnnys, sondern Joeys. Aber wer von beiden wollte zum Mond fliegen? Das ist die Frage. Oh, der Zug. Okay. Aber wir hätten eh nicht rausgekonnt aus dem Zimmer. Hey, sind wir hier nicht mit dem Pferden lang geritten? Jetzt ist hier Jahrmarkt oder sowas. So eine Art Jahrmarkt, nicht? Sollen wir uns ein... Entschuldigung. Sollen wir uns ein wenig umsehen? Wie wäre es, wenn ich mich umsehe und du hier einfach stehen bleibst? Wie wäre es, wenn wir uns eine Stunde lang nur noch in Frageform unterhalten? Hör auf zu quatschen und geh. Och, jetzt hast du es vermasselt. Einen Moment, ich muss mal was trinken. Hi. Busch im Weg. Aber ich will dieses blöde Ding. Aber ich will dieses blöde Ding nicht. Ich will den Zug. Wir haben nur noch einen Zug. Willst du deinen Preis vielleicht stattdessen gegen einen Teddybären tauschen? Nein, ich will nur diesen Zug. Na komm, John, mach keine Zähne. Joey hat ihn zuerst gewonnen, fair und gerecht, oder etwa nicht? Aber ich habe auch gewonnen. Nur weil er vor mir dran war? Hihihi, ist schon okay. Du darfst auch damit spielen. Siehst du, wie nett dein Bruder ist, Johnny? Okay, ihr Hefeklöße, blockiert mal nicht den ganzen Stand. Kommt, wir schauen mal, was es dort drüben gibt. Ich bin kein Hefekloß. Weißt du was? Ab jetzt nenne ich dich nur noch Hefeklößchen. Du bluffst doch nur. Wir reden übrigens nicht darüber, wie diese zwei Säcke hier aussehen. Nein, darüber reden wir nicht. Ach ja, das Schicksal hält wundervolle Fügungen für euch bereit.
Aus diesem hier könnte ein Anwalt werden. Und aus diesem hier ein Arzt. Oh Gott. Kommt ihr zwei, ich kaufe euch Süßigkeiten. Hey, wo ist mein Trinkgeld? Keine Chance, ich rede nicht mit ihr. Gut oder schlecht, mir ging es so oder so an den Kragen. Okay, wo sind die denn jetzt hin? Oh, grillen. Oh, ich will auch. Wo sind die denn jetzt hin? Drei Memory links zum Fortschreiten, okay. Oh, wo sind die denn jetzt? Sind die nicht hier lang gegangen?